Hallo liebe Wassersportfreunde, das ist mein Sohn Max und ich bin der Alex und wir sind in Hamburg und hinter uns ist die MS Stubnitz. Die Stubnitz ist ein ehemaliges Kühlschiff der DDR-Hochsee-Fischfangflotte, das heute als Veranstaltungsschiff genutzt wird. Wir dürfen heute bei einem ganz besonderen Training dabei sein, nämlich beim Festmache-Sicherheitstraining fürs Deckpersonal, wenn es darum geht, so ein großes Schiff an der Pier festzumachen. Wir wissen nicht genau, was uns heute erwartet, aber wir werden einige Aufnahmen machen und vielleicht können wir Sportbootfahrer etwas für uns mitnehmen. Der Max ist mein zweiter Kameramann und so können wir für euch noch mehr Videomaterial zusammenstellen. Abonniert den Kanal und viel Spaß beim Video. Los geht's! So Leute, wir sind am Start, gleich geht's los. Ich werde überall dabei sein, an gefährlichsten Stellen. Ich habe hier die Ausrüstung schon an. Im Prinzip ist es folgendermaßen. Wir haben eine kleine Gruppe, bestehend aus 4 Personen, 2 Ausbildungsleiter und die werden dann mit den Leuten gleich das Training machen. Also es geht um das Festmachen, es geht um die Sicherheit, weil die Leinen können ja reißen. Es gibt bestimmte Gefahrenbereiche und die muss man eben vermeiden. Und ja, wir werden schauen, was uns erwartet. Ich bin sehr gespannt. Aber bevor ich hier etwas Ungenaues erzähle, fragen wir einfach mal die nautische Offizierin Marie. Sie ist die Kursleiterin und sie sagt uns, was uns heute erwartet. Marie, erzähl doch mal bitte, was ist das Ziel von dem Training? Auf was soll man achten und was wird gemacht? Ja, wir haben heute und gestern 2 Tage lang eine Grundausbildung gemacht für Matrosinnen und Matrosen von Sea-Watch, die zivile Seenotrettung im zentralen Mittelmeer machen. Und das Ziel war, dass diese Matrosinnen und Matrosen lernen, wie man ein Schiff sicher los- und festmacht. Denn das Losmachen und Festmachen von Schiffen, das klingt erstmal trivial, aber bei großen Schiffen, wie den Schiffen von Sea-Watch und auch hier auf der MS Stubnitz, gehört das mit zu den gefährlichsten Arbeiten an Bord, weil auf diesen Leinen, eben an diesen Leinen hängt das ganze Schiff. Da wirkt eine unheimliche Kraft drauf. Und wenn so eine Leine zum Beispiel bricht, so nennen wir das, wenn die reißt, auf See heißt es, die Leine bricht, dann schießt die durch die Gegend wie eine Kanonenkugel. Und dann muss ich genau wissen, wo darf ich stehen, wo darf ich nicht stehen und woran merke ich, wenn vielleicht gleich was kaputt geht. Deswegen ist es wichtig, das eben zu lernen. Ja, was auch wichtig ist, dass ich zum Beispiel nicht direkt neben einer Leine stehe, dass ich nicht in einem Auge oder in einer Bucht von der Leine stehe, wie das hier bei euch Seglern auch so ist, dass ihr darauf achtet. Und eben das ganze Handwerk, ne? Also wie zum Beispiel mache ich so einen Keul, wie keule ich so eine Leine auf, ohne dass sich das verknotet, wie werfe ich eine Wurfleine. Das haben wir geübt und jetzt können die das auch. Bisher haben sie halt schon Lehrgänge gemacht im Feuerschutz, Feuerlöschen, in der Benutzung von Rettungsbooten, Arbeitssicherheit. Und jetzt war eben als letzte Etappe der Ausbildung eben Los- und Festmachen dran, damit sie morgen in Flensburg auf die Sea-Watch 5 einsteigen können. Die letzten Vorbereitungen finden nun statt, kurze Abstimmung zur Rollenverteilung und der Kommunikation über Funk. Dabei erklärt die Kursleiterin, wie das Simplex-Sprechverfahren funktioniert. Also immer entweder sprechen oder hören. Genutzt wird der Arbeitskanal 67 für die Kommunikation an Bord. Und schon geht es zum Bug, wo das Schiff mit Vorleinen und Vorspring festgemacht wird. Das Training startet mit der Übung der einzelnen Tätigkeiten. Zuerst werden die Knoten wiederholt. Hier der Webeleinsteg auf Slip. Und hier wird das Belegen eines Hornpollers geübt, was später auf dem großen Doppelpoller wiederholt werden muss. Das Werfen der Wurfleine sollte beim Festmachen auch reibungslos erfolgen. Die Wurfleine wird an die Vorspring angebunden, um damit das Ende der Vorleine an die Pier zu holen. Anschließend wird der Stoppersteg geübt, um die Stopperleine an der Vorspring festzumachen. Die Stopperleine dient immer dazu, um den Übergang von der Winch an die Doppelpoller abzusichern. Sie ist wie eine zusätzliche Hand, welche die Leine in dieser Zeit festhält. Das ist aufgrund der hohen Kräfte notwendig. Hier sehen wir den sogenannten Spielkopf, was die Segler vom Prinzip her als eine große elektrische Winch sich vorstellen können.
deren Achse waagerecht steht. Es müssen mindestens 4 Windungen gelegt werden, um genügend Reibung aufzubauen bei der Größe dieses Spielkopfes. Damit wird die Leine mit hoher Kraft angezogen. Sie kann in beide Richtungen laufen. Und so wird sie gesichert. Nach diesen Übungen wird nun die Vorspring festgemacht. Die Vorspring ist bereits fest an der Pier. Abgesichert mit einer Stopperleine und über 2 Umlenkrollen ist sie an dem Spielkopf belegt und wird nun angezogen. Nun wird die Stopperleine wieder an der Vorspring festgemacht, um die Vorspring vom Spielkopf abzunehmen und am Doppelpoller zu belegen. Die Stopperleine hält die hohe Kraft während dieser Zeit. Nun wird die Vorspring über Kreuz belegt, so wie die Form einer 8. Das sind ein paar mehr Windungen, als wir Freizeitskipper üblicherweise gewohnt sind. Damit ist die Vorspring fest. Die Vorspring wird auf Deck ausgelegt. Jetzt wird die Wurfleine an das Auge der Vorspring angebunden. Sie wird zum Werfen vorbereitet. Das kennen wir Sportbootfahrer auch. Wir werfen sie in ähnlicher Weise. Ein typischer Anfängerfehler ist, wenn man die Wurfleine nicht durch die Öffnung am Bug führt und sie direkt von Deck aus werfen würde. Bei uns Sportbootfahrern entsteht ein ähnlicher Fehler, wenn man die Leine nicht außen unter der Reling führt. Nun kann die Vorspring an die Pier geholt werden und deren Auge über den Poller gelegt werden. Jetzt ist der Vorgang wieder gleich. Die Vorspring wird über den Spielkopf angezogen. Und zwar so fest, bis die Fender mit etwas Spannung an die Pier gedrückt werden. Die andere Übungsleine wird jetzt lose gemacht und eingeholt, um den Doppelpoller freizugeben. Und die neue Vorleine wird nun am Doppelpoller belegt. Man arbeitet jedes Mal mit der Stopperleine, wie man es hier im Bild noch etwas erkennen kann. Das war der erste Trainingstag. Das Team ist heute deutlich geübter und das Training fängt mit dem Losmachen der Vorspring, welche gestern am Doppelpoller belegt wurde, so wie wir es hier sehen. Anschließend wird die Vorspring an der Pier lose gemacht und an Deck geholt. Das macht man zu zweit und es wird deutlich, wie viel mehr Arbeit es ist als auf einem Sportboot. Die
Die Vorspring ist eingeholt und das Schiff kann theoretisch ablegen, wenn wir davon ausgehen, dass alle anderen Festmacherleinen auch eingeholt sind. Nun wird wieder festgemacht. Die Wurfleine wird vorbereitet und an die Pier geworfen. Achte mal darauf, dass das Deck sich gerade unterhalb der Pier befindet. Wir sprechen gleich drüber. Nun, der Vorgang ist bereits bekannt. Die Vorspring wird mit Stopperleine abgesichert und über den Spielkopf angezogen. Man erkennt, dass die Stopperleine mitgeht und irgendwann verschoben werden muss, damit sie nicht im Weg ist. Anschließend wird die Leine wieder am Doppelpoller über die 8 belegt. Du siehst, wie aufwendig das Festmachen eines großen Schiffes ist. Da können wir Sportbootfahrer uns wirklich glücklich schätzen. Genau, und dieses Training, das ist natürlich alles nicht umsonst. Ja? Wir müssen eben die Hilfsdiesel laufen lassen, damit wir Strom haben. Dieses Schiff, dieses Schulschiff hier, die MS Stubnitz, muss erhalten werden. Die Ausbilder wollen auch leben. Der Koch will leben, um die Teilnehmerinnen des Lehrgangs zu versorgen. Die Teilnehmer müssen hierher kommen und wieder wegkommen. Und so weiter und so fort. Und wenn ihr helfen wollt, Leben zu retten auf dem Mittelmeer, das eines der gefährlichsten Seegebiete und eines der tödlichsten Seegebiete der Welt ist heutzutage, traurigerweise, dann könnt ihr das machen, indem ihr Sea-Watch mit einer kleinen Spende unterstützt. Den Link zu der Spendenseite von Sea-Watch findet ihr unten in der Videobeschreibung. So, was ganz interessant ist, ist der Tidenhub hier. Wir waren heute Morgen da, als das Training hier angefangen hat. Da war das Deck sogar unter der Pier. Jetzt ist 17 Uhr und schaut mal, wie hoch das Schiff jetzt steht. Da sind locker mal 3 Meter, wo das Wasser jetzt gestiegen ist. Das ist der Tidenhub auf der Elbe. Und wenn du noch keinen Bootsführerschein hast, dann besuche unsere Webseite segelnag.com und mache schnell deinen Schein per Online-Kurs, um schon in wenigen Wochen deine Bootstour zu starten. So viel aus Hamburg. Wenn dir das Video gefallen hat, dann hinterlasse ein Like und ein Abo und wir sehen uns nächste Woche. Bis dann und ciao!